Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karriere. Wir haben einen ganzen Batzen voller Neuzugänge zu präsentieren und checken gerade mal kurz unsere Mannschaft. Und dann sehen wir hier schon, wir haben jetzt Vitinho am Start und wir haben Dennis Diekmeyer am Start. Zweier unserer vier insgesamt Neuzugänge, die noch geplant sind. Scuffé ist noch nicht am Start und Lakina Traoré leider auch noch nicht. Und ich würde sagen, fürs erste Spiel setzen wir gleich mal Dennis Diekmeyer in die Verteidigung. Nehmen Chandler aber mit für Mitchell Wiser. Und Vitinho würde ich auch gerne mitnehmen statt Hasebe, denn wir haben Basoware dabei und Basoware ist super gut soweit. So. Und dann, nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund bellen hört, wir haben heute einen kleinen Hundewelpen zu Gast hier bei uns. Und habt ihr vielleicht schon gesehen, auf Facebook hatte ich da mal ein Foto davon gepostet. Die gute Lucy ist heute wieder da und sie ist frech. Sie ist noch sehr frech. Das kleine Ding. So, das passt soweit. Wir müssen uns natürlich aber nochmal... Möchtest du ja noch eine Taktikvorlage speichern? Ja. Wir müssen uns nochmal über einen linken Flügelspieler unterhalten. Um einfach für mich persönlich die Übersicht zu wahren, bitte mal in die Kommentare schreiben. Einen linken Flügelspieler. Sonst nichts. Keine anderen Transfervorschläge, nur für den linken Flügel. Das ist nämlich die einzige Position, wo ich sage, wo wir vielleicht noch den ein oder anderen Neuzugang gut tun, uns gut tun würde. Es muss kein Superstar sein, der jetzt schon total fertig ist. Es kann auch irgendein Jugendspieler sein, den wir uns noch ein bisschen formen können. Aber ich glaube, nur Julian Brandt über links, das könnte ins Auge gehen. Der ist halt noch nicht so wirklich, ja, ich sag mal, Europa League tauglich. Das hört sich jetzt natürlich ein bisschen gemein an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass wir auf dem linken Flügel noch eine kleine Alternative haben. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? So, und jetzt steht das erste Bundesligaspiel an, gegen den SC Freiburg. Da wäre der Hammer. Schade. Okay, los geht's. Saisonauftakt gegen Freiburg. Boak. Freiburg. Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Hör mal. Das wird der Hammer. Gegen Freiburg. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das hier heute für ein Spielchen gibt. Liebe Freunde, es wird der Hammer. Das sage ich euch. Das wird der Hammer. So, Dennis Diekmeyer natürlich mit am Stissel. Wie gesagt, ist unser erster Neuzugang sozusagen. Dann schauen wir doch mal, was das hier heute wird. Und wer nichts wird, wird, wird. Das wussten wir ja bekanntlich schon. Und die Mannschaft ist bereit. Unser Europa League Team. Wie gesagt, Lakina Traoré und Scuffé sind noch nicht mit am Start. Das ist die Aufstellung des FC Freiburg mit Bürki auf der Bank. Heute war das gewusst. Mimini Morales im Sturm, Zuck und Schmied über rechts bzw. links. Darida, Franz auf der Sechserposition. Günther Mitrovic, Höhn und Rita in der Verteidigung. Und das ist der Leiter der Partie, Heimo Wasserschneider. Und ich bin sehr gespannt. Das ist Adnan Januzaj. Und das ist der Anstoß. Los geht's! In eine neue Töfte-Saison und gleich mal drei Punkte zum Auftakt wäre natürlich supergeil. Supergeil, supergeil, ich bin supergeil. Sehr gut. Gleich mal direkt ein Fehlpass von Freiburg eingeleitet. Mal gucken, ob pünktlich zum Saisonauftakt Cutlets seine Schusssicherheit wieder gefunden hat. Cutlets. Ah, schade. Wo ist Brandt? Steht irgendwo da unten neben sich. Er steht neben sich. Grüß an Major. Hui, Vorsicht. Oh, erster guter Pass. Auf Zuck. Wow. Holla die Waldfee. Carlos Zambrano. Mit seiner ersten gelben Karte dieser Saison. Fegt Zuck vom Feld. Alter. Den hat er ganz schön weggemäht. Und in der fünften Minute gleich gelb für den Innenverteidiger ist extrem scheiße. Aber hier sehen wir warum. Natürlich vollkommen zurecht. Zuck hat im richtigen Moment den Ball nochmal berührt und hat ein bisschen die Richtung geändert. Dadurch sah das Foul natürlich schlimmer aus, als es am Ende war. Vorsicht. Kopfball. Wiedwald ist da. Wiedwald, unsere neue Nummer 1. Guck mal, wie viel Platz der Brand da hat. Guck mal, wie viel Platz der Brand da kriegt. Ist ja der Hammer. Brand. Oh, Cutlets kommt da leider nicht hin. Stendera. Erste gute Möglichkeit.
Und vor allem, und das ist ganz wichtig, erster zu Ende gespielter Angriff. Das ist ja auch immer wichtig, dass man da ein bisschen Psyche walten lässt, sozusagen. Psyche. Zeigen wir der Herr hier Mauses. Oh, er ist ein erster Verletzter. Im Team des SC Freiburg. Trainer Christian Streich. Hat eine Streichliste. This is so funny. Schmied stark von Rüdiger. Und Bandowski. Da unten hat Junge Gemüse. Na, ah, aber ich hab doch Ball gespielt. Wir sehen, das nächste Spiel von Freiburg geht nach Hoffenheim. Nach Sinsheim, genauer gesagt. Zur TSG Hoffenheim. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir dann ran müssen. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das ja nicht sagen. Ah, Vorsicht. Ballverlust, Franz. Müssen wir draufgehen. Ah, passiert nichts. Passiert nichts. Schmied, Vorsicht. Ah, gut gemacht. Diekmeier gewinnt da das Zweikampfduell. Und dementsprechend gibt es jetzt einen Eckball. Oh, Vorsicht. Ja. Das war eine ganz, ganz dumme Aktion von Ilusevic. Der passt da in die Mitte. Da hätte ich mir selbst wahrscheinlich einfach raushauen. Das ist was ich noch lernen muss. Den Ball einfach wegprügeln. Einfach raus damit. Gar nicht groß versuchen, den irgendwie zu klären. Und einfach weg. Das ist noch so ein bisschen immer mein Problem, das ich habe in der Verteidigung. Ich will den irgendwie immer schön klären und immer sauber hinten rausspielen, aber das bringt halt manchmal einfach nichts. Manchmal musst du den Ball halt einfach wegpfeffern. Cutlets. Nimm Brandt mit. Brandt macht das schön, macht das gut. Und jetzt, der Ball ist gut, Cutlets ist da, kriegt ihn aber nicht rein. Kriegt den Fuß nicht rein. Rüdiger. Was war das denn? Zambrano müssen wir natürlich aufpassen. Der hat jetzt schon gelb. Ist natürlich jetzt nicht so toll. Achtung. Vorsicht. Zambrano, ich darf nicht mit dem grätschen. Das ist nicht so toll. Rüdiger hat sich da den Ball nochmal zurückgeholt, obwohl das auch nicht unbedingt nötig war. Puh. Freiburg natürlich mit einer Druckphase. Durch das Tor. Okay. Janosaj. Hat einen Doppelpasspartner, das ist sehr gut. Cutlets, kein Abseits. Janosaj. Wer geht mit? Überhaupt jemand? Eckball. Müsste das geben? Was? Hä? Das war doch aber eigentlich, war das doch ein Eckball. Na, schön draufgehen, komm. Ja. Schön zum Befreiungsschlag gezwungen. In dem Fall. Brandt. Brandt. Flanke kommt. Die ist gut. Cutlets. So, kein Druck dahinter. Kriegst da keinen Druck hinter. Der Ölle Cutlets. Bei dem fehlt es noch so ein bisschen. Da merkst du, da ist die Formkurve noch nicht wirklich auf Saisonstart getrimmt. Freiburg. Ich habe immer Probleme mit Freiburg. Fragt mich bitte nicht, warum. Wir gehen über die Mitte. Stendera. Stendera. Junosovic. Ah. Konnte er den Sprint nicht anziehen. Genau das müssen wir jetzt auch bei Schmied verhindern. Ah. Freiburg mit Ballglück. Ballgewinn. Was denn? War denn da jetzt schon wieder das Problem? Freiburg immer noch mit der Führung. Durch diesen Fehler von Junosovic beim Eckball. Schön. Och, da kein Ballglück. Nein. Cutlets. Cutlets. Holt sich da super den Ball. Václav Cutlets. Unten. Stendera. Tor! Ausgleich.
Super von Cutlets. Dass er da nicht sagt, hey, den hole ich mir. Sondern dass er auf Nummer sicher geht. Und steht er mit seinem ersten Tor. Der hat jetzt natürlich einen gewissen Druck im Nacken, jetzt wo Vitinho auf der Bank sitzt. Das ist natürlich... Na, da muss der Cutlets jetzt ein bisschen Dampes geben, ne? Dass man da wirklich seine Stammposition auch behält. Wie gesagt, das ist natürlich normal. Bei einem Verein, der in der Europa League spielt, musst du immer 100% geben. Stark von Cutlets. Das ist doch... Es ist... Nicht jeder Körpereinsatz ist ein Foul, weißt du? Da ist wieder so eine Geschichte bei den Schiedsrichtern. Das ist... Also, Bundesliga-mäßig ist das hier echt super realistisch gehalten. Wiedwald hat den. Und macht das Spiel schnell über Cutlets. Der ist ziemlich frei. Cutlets, stark. Also bitte. Das müsste normalerweise auch gelb geben, weil es ein taktisches Foul war. Gibt's aber nicht. So, wir machen die Freistoßvariante wie im Testspiel. Özonali. Uiuiui. Über den Wolken. Batz. Hat einen Abschluss ausgeführt. Batz. Aufpassen. Günther, Diekmeyer ist da. Macht er gut. Macht er super, der Diekmeyer. Gibt sogar Einwurf für uns. Sehr gutes Tackling. Von Neuzugang Dennis Diekmeyer. Jetzt sieht er Brandt. Und der Ball kommt nicht an. Och, komm. Aufpassen. Ach komm. Das gibt's nicht, Mann. 2-1. SC Freiburg. Mal wieder eine Lücke genutzt und Memedi mit dem Tor. Schauen wir mal drauf. Flanke kommt. Superschön. No look. Hat nicht gewusst, wer der Torwart ist. Ah, müssen wir uns da über Wiedwald unterhalten? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Er war so frei. Frag mich, wo meine Innenverteidigung war. Sieg mal. Jetzt pfeift er zur Halbzeit, weißt du? Jetzt pfeift er ab. Jetzt, wo Freiburg 2-1 führt, kann man ja abpfeifen. Manchmal, ne? Manchmal. Naja. Kannst du machen nix. So, die Ergebnisse. Kaiserslautern 1-1 gegen Hoffenheim. Mainz 05 führt, spielt unentschieden im Moment noch gegen Hamburg. 1-1. Bayer Leverkusen führt zu Hause gegen Werder Bremen. Augsburg, Gladbach noch 0-0. Und die Bayern führen zu Hause gegen Schalke mit 2-0. Und das Topspiel des Abends ist natürlich Hannover gegen Köln. Spielt ja nur Bayern gegen Schalke. Aber das Hauptspiel ist, das Topspiel ist natürlich Hannover gegen Köln. Schön gemacht. Brandt. Wer geht mit? Cutlets. Ja. Brandt hat leider nicht mitgespielt. Ansonsten wäre das ganz schön geworden, glaube ich. Oh, er spielt ihn direkt raus, Schmied. Geht auch nochmal sicher. So, wer bietet sich an von den Kollegen? Bandowski. Bringt die Flanke. Da ist Cutlets. Oh, cool. Erste gute Chance von Cutlets. Kurzer Eckball. Über Schmied. Über Brandt. Und da ist... Der rutscht durch alle durch, ich glaub's nicht. Oh. Ja, Freunde, was ist das denn? Weil Rüdiger wieder auf der Schiene läuft. Junosovic. Ja! Cutlets! Tor! Yes! Geil, Mann. Sauber, sauber, sauber. Puh. Glück gehabt, dass der Ball noch irgendwie durchgerutscht ist. 2-2 steht's jetzt. Und es sieht gut aus. Es wird. Natürlich, klar, die Mannschaft muss sich erstmal einfinden. Ist doch ganz normal. Cutlets. Ja, schön gemacht. Cutlets. Flanke ist nicht gut, kommt nicht durch. Warum Bandowski macht mit. Ja, und holt Zuck von den Beinen. Aber mit dem Kleinen haben sie es irgendwie. Gelbe Karte für Bandowski. Zweiter Verteidiger, der jetzt mit Gelb vorbelastet ist.
Und ein Wechsel. Ja, Zuck geht raus. Und Klaus kommt. Na, ist klar, dass er den Zuck rausholt. Das ist doch gar nicht böse gemeint eigentlich. Ich will den gar nicht so wegrotzen, ne? Wollte ich gar nicht. Aber irgendwie war es immer eher. Oh, Klaus. Direkt mal mit einer guten Aktion auf der Seite. Und schön gemacht von Dennis Diekmeyer. Jetzt zu Nali. Auf Janusai. Schöner Pass. Ach komm. Janusai ist doch nicht so langsam. Sonali geht da gut mit. Schön den Passweg zugestellt. Doch nicht. Das ist gar nicht Zuck. Das ist Morales, den wir da immer weghauen. Okay. Und er ist aber auch gut. Ah, Mimidi. Janusai geht hinterher. Der Ball ist noch drin. Nein, ist er nicht. Okay, wir wechseln. Wir wechseln und bringen Vitinho und wir bringen Mayuka ins Spiel. Zunächst, wir gucken gleich nochmal, wen wir noch raus oder reinholen können. Aber jetzt der erste Auftritt von Neuzugang Vitinho. Ist bei bisher keinem Testspiel dabei gewesen. Einfach, weil er relativ spät kam. Janusai. Da haben wir ihn. Vitinho. Oh. Schade. Aber ich glaube, das ist einer, den hat der gute Dunaldi empfohlen. Kam von einem russischen Club. Schauen wir einfach mal, was der so bringt. Hat nicht so viel gekostet. Also falls er nichts bringt, kann man immer noch sagen, auf wieder 10. Schmid und Wiedwald. Schöner Pass. Vitinho, Öztunali. Zu langsam. Öztunali ist zu langsam. Oder schon wieder fast tot gelaufen, das kann natürlich auch sein. Schön von Bandowski. Schön von Bandowski. So, hat er die Zeit, um zu gucken, wo er hinspielen kann? Jo, hat er. Und Diekmeyer. Und Adan Janusai spielt nochmal zurück. Ach, kommt aber nicht an, weil die... Haut doch mal gegen den Ball da, Mann. Ich meine, ihr solltet den Pass nicht mega hart spielen, aber so ein bisschen Dampf muss da schon ein bisschen dahinter sein. Schmid, Vorsicht. Diekmeyer geht da hinterher. Und was war das denn? Schön draufgehen. Schön draufbleiben. Sehr gut. Morales. Wiedwald. Oh. Ist nicht. Schön von Junusovic. Wo geht Mayuka denn hin? Wo läuft denn Mayuka hin, Mann? Verdammte Kacke, ey. Das kann doch nicht sein. Ich froh, wenn eine Traoré da ist, ey. Kattles hat zwar sein Tor gemacht. Aber irgendwie... Wir müssen jetzt Sonali rausholen. Ja, wir müssen ihn rausholen. Der ist ja tot. Das ist halt echt ein bisschen das Problem bei Sonali. So gerne ich den auch wirklich spielen lasse, aber der hat halt echt null Ausdauer. Oh, Klaus. Memedi. Oh, schön. Wiedwald. Zweimal. Wiedwald. Dreimal. Und Diekmeyer. Und Sonali, der darf gleich runter. Hat gleich Feierabend. Ist auch besser so. Der kriegt nämlich nichts hin. Und Janusai. Oh. Weißt du, hat keine Ausdauer mehr, rennt aber mit in den Sturm. Was, hä? Macht keinen Sinn. Wir gehen nochmal ein bisschen in die Offensive. Die Abwehr steht zwar heute nicht so gut. Aber so ein bisschen offensiv müssen wir schon bleiben. Vitinho. Ja, Ballverlust, aber hat den Einwurf rausgeholt. Das bringt uns zum Wechsel. Öztunali geht. Und Basuer kommt. Franz. Schön. Basuer. Oh, schade. Hürk. Was ist das denn für ein Zweikampfverhalten? Da wird mir doch schlecht. Von Zambrano. Schön von Rüdiger. Hol ihn euch. Weißt du, die stehen sich da selbst im Weg. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Kann nicht sein, dass die sich da selbst im Weg stehen. Jetzt steht mir der Schiedsrichter auch noch im Weg. Sag mal. Will FIFA nicht, dass ich ein Tor schieße? Kann das sein? Schön, Bandowski wäre da gewesen. Im Fall der Fälle. Diekmeyer. Janusai. Schön, auf Mayuka. Ne, Vitinho ist das. Also schnell ist er schon mal nicht. Aber dafür scheinbar ein extrem guter Techniker.
Brandt. Junuzovic. Oh, wird's nochmal eng da hinten? Vitinho. Basuer. Junuzovic. Junuzovic. Nein. Ach, fick doch, Mann, Alter. Ist doch zum Kotzen. Boah. Freunde der Nacht. Brandt. Majuka. Nein. Jetzt pfeift er. Ich auch das bitte. Das wird so nicht. Mann, ich bin unzufrieden mit dem Unentschieden. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach unzufrieden. Das ist doch Kacke. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie bin ich unzufrieden. Na, hier sind die anderen Ergebnisse noch. Bayern hat 4-0 gegen Schalke gewonnen. Krass. Ist ja der Hammer, wie die im Abgehen sind da. So. Okay, wir schauen uns mal, wir simulieren mal vor bis zum nächsten Spiel. Das nächste Bundesligaspiel kommt ja dann schon morgen. Und Lakina Traoré hat das... Was? Moment. Lakina Traoré, mein Freund, du bist hier auch ein Star. Weißt du, wie wir ihn zum Star bringen? Wir geben ihm einfach ein bisschen mehr Gehalt. Gucken, ob er das annimmt. Mal gucken. Wie gesagt, der Verein hat es ja schon angenommen. So, Scufeld hat das Ding akzeptiert. Super. Ja, dann müsst ihr mir wohl nicht nur einen Flügelspieler empfehlen, sondern vielleicht auch doch nochmal einen weiteren Stürmer. Wenn Lakina Traoré eine solche Zicke ist, müsst ihr mir da wohl nochmal einen Stürmer empfehlen. Oh, wir haben ein Transferangebot gehalten für Seferovic. Ja, ich halte die jetzt alle zurück, weil ich denke, dass der Transfer eigentlich über die Bühne geht. Also wenn das nächste Angebot jetzt wieder abgelehnt wird, dann probieren wir es nochmal mit 100.000 Angebot für Gehalt. Wenn er das aber auch nicht annimmt, dann hat er Pech gehabt. Ganz ehrlich. 6,5 für Cutlets ist immer noch unter dem, was er wert ist. Sorry, Freunde, aber so nicht. Believers! So, Traoré, wie sieht's aus? Hat er das jetzt schon wieder abgelehnt oder was? Okay, wir probieren es nochmal mit 100.000. Wenn er das auch wieder ablehnt, hat er gelitten. Dann will er nicht. Hauen wir ihm noch eine Torprämie rein hier. Geld lockt doch jeden normalerweise, oder? Oh, wir haben ein Angebot für Philippe bekommen. Moment, da muss ich aber doch nochmal gucken gerade. Nee, speichern will ich noch nicht. Oh, wir haben zwei Nachrichten. Können wir mein Gehalt sprechen? Nein. Gerade nicht. Warte, Transferangebote. Das lehnen wir ab. Noch. Das lehnen wir auch ab. Zenit will den haben, guck mal. So, dann haben wir hier Twente. 6 Millionen. Ich muss die alle ablehnen, das kotzt mich echt an. Mallorca will Cutlets? Nö. Wer hat jetzt gerade sein erstes Tor wieder geschossen? Stoke will Seferovic. Und Torino will Philippe. Was bieten die? 5 Millionen. Ja, eigentlich darf ich den nicht verkaufen, weil wir dann keinen Innenverteidiger mehr haben, ne? Na gut, vielleicht finden wir einen anderen. Dann gucken wir doch nochmal bei Opara nach. Oder wie der hieß. Wo war der denn? Warte mal. Ike Opara. Was wollte der haben? Ich meine, da gucke ich gerade nochmal schnell. Opara, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Okay. Dann machen wir das nochmal. Mit angebotenem Gehalt von 20 Millionen. Wir hauen jetzt mal einen raus hier. 3 Jahre. Du bist ein wichtiger Stammspieler. Hm, wie sieht's aus? Hast du Bock? So, dann simulieren wir den einen Tag gerade eben noch. Vielleicht kommt nochmal eine Antwort von Traoré. Also er hat's schon mal akzeptiert. Okay, und das war die Ansage von Traoré. Ja, da müssen wir jetzt nochmal abwarten, ob er das jetzt macht oder nicht macht. Er kommt. Super, Traoré ist am Start. Opara ist am Start. Sehr schön. Wunderbar, freue ich mich. Wir haben noch ein weiteres Transferangebot für Seferovic bekommen. Die sondieren wir dann aber morgen in einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 15 Karriere, wenn es gegen den VfB Stuttgart geht. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!